Percus Magica und seine schöne Surferin. Sie schmieden schon Zukunftspläne. Beim ersten Kennenlernen auf der Nacktinsel waren der Ex-Dschungelkönig und die Profisurferin noch etwas schüchtern. Doch schon kurze Zeit später spielten die Gefühle verrückt. Was gibt es in einer völlig enthüllten Liebe noch zu entdecken? Percus Mag, 41, und Janni Höhnscheid, 25, haben sich bei Adam sucht Eva gefunden. Gestern lief die letzte Folge der RTL-Nacktinsel. Dabei verrieten der Ex-Dschungelkönig und die Profisurferin, was ihre Beziehung so anziehend macht. Gefühle. Kusmag, es ist jeden Tag in der Südsee mehr und mehr geworden, was wir füreinander empfunden haben. Und dieses Gefühl ist immer größer und stärker geworden, so dass wir, als wir uns in Deutschland wiedergesehen haben, nicht mehr davor wegrennen konnten. Höhnscheid, ich hab die schönsten Strände auf der ganzen Welt gesehen, wo Leute denken, das muss das Paradies sein. Aber irgendwie hat immer was gefehlt. Ich fühle mich gerade im Paradies, egal wo ich bin. Innere Werte. Kusmag, Janni ist wirklich einer der faszinierendsten Menschen, die ich in meinem ganzen Leben getroffen habe. Ich liebe ihre lebensfrohe Art, ihr offenherziges Lachen. Höhnscheid, wir sind vielleicht ein bisschen Konkurrenz für Adam und Eva aus der Bibel. Ob die so viel gelacht haben und Spaß hatten wie wir. Gemeinsame Zukunft. Kusmag, für die nahe Zukunft machen wir erstmal Berlin zu unserem Hauptsitz und für die ferne Zukunft machen wir einfach zusammen eine Reise um die ganze Welt.